Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu diesem niegelnagelneuen Video. Ja, wir befinden uns hier gerade mitten im Wald. An meiner Seite der Emanuel. Hallo. Und wir besuchen jetzt eine alte sowjetische Militärbasis. Ja, die gucken wir uns an. Schauen wir mal, dass wir schöne Motive kriegen. Seid gespannt, bleibt dran, sag ich mal. Und wir sehen uns am ersten Spot. Und aufpassen, der ganze Boden ist hier schon nicht mehr der frischeste. Ist eigentlich für dich so das erste Mal Lost Place oder? Ja, für dich, also ich würde sagen, ja. Oh, die Treppe, Alter. Woanders gewesen, es war in der Nähe von Schönefeld gewesen, da gab es auch nur beide. Okay. War auch ein Zeug gewesen. Aufpassen, dass du den Kopf stößt, sehr niedrig hier. Aber sehr geil ist immer diese abgeplatzte Farbe. Ja. Die hast du, glaube ich, hier überall. Und den Dachboden. Krass. Was war das hier vorher? Also, es war eine Militärbasis. Also, das Gebäude selber kann ich jetzt nicht betiteln, was genau hier drin war. Mhm. Aber insgesamt war das eine sowjetische Militärbasis. Nee. Die hier durchgeschossen haben, wenn ein Angriff gewesen wäre? Hier so das Gewehr raus und wenn dann da kommt, piu, piu. Was ich noch suche so als Motiv, was ich mir hier wünsche, ist wirklich so eine Wand, wo die Farbe so richtig geil zerflattert ist. Und das so als Foto mitzunehmen. Also das wäre auf jeden Fall auch noch eine Challenge für heute, so ein Ding dabei zu haben als Foto. Gut. Wir sind erstmal draußen wieder aus dem Gebäude. Und das heißt, es ist das Ding einmal fototechnisch schön einzufangen. Es sieht von außen ja schon einfach geil aus. Diese abgeplatzte Farbe, man sieht diese Backsteine an der Seite. Bisschen Graffiti, nicht zu viel, nicht zu wenig. Fenster kaputt, Rost, Rost, Rost. Und jetzt heißt es noch ein schönes Motiv finden dafür. Ich habe unten gesehen, da gibt es ein altes sowjetisches Schild. Und mal gucken, das kann man sich vielleicht hier so ein bisschen an den Baum legen. Vordergrund sehr flach fotografiert und hoch nach hinten das Gebäude. Probieren wir es mal aus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Noch ein bisschen flacher. Was ist los? Weißt du, was ich vergessen habe? Speicherkarte? Ja. Hast du gar keine dabei? Mm-mm. Oh no! Oh nein. Hab ich irgendwas? Ich hab das in der Laptop-Tasche. Achso, im Auto, meinst du? Ja. Ach so, oh, ich dachte schon. Ja gut, dann ja, lauf nochmal fix zum Auto. Ja, so schnell kann's gehen. Speicherkarte vergessen. Kennen wir von mir auch. Hatte ich auch schon. Stativ vergessen, Speicherkarte vergessen. Eine Sekunde mal nicht aufgepasst. Zack, aber das Gute ist nicht zu Hause vergessen, sondern im Auto. Ja. Das heißt nochmal, ja, gut. Das ist mir auch das erste Mal passiert, also. Musst ein bisschen joggen, sonst bist du ja, eine Stunde jetzt unterwegs. Das ist ja alles gut, also. Na denn, dann bleiben wir mal hier zurück. Und ich suche schon mal ein paar schöne Motive hier. Es muss eine halbe Stunde zurücklaufen, eine halbe Stunde hinterherlaufen. Oh, ja. Verschafft uns aber jetzt die Zeit in Ruhe zu fotografieren. Ich wollte mir dieses Schild mitnehmen. Ich fand das so genial mit der Schrift hier drauf. Also mit der Schrift hier drauf. Ihr könnt mir ja auch mal sagen, was da drauf steht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, falls es irgendwer von euch lesen kann, was sich auf diesem Schild befindet. Und ich hatte mir fast überlegt, das so ein bisschen hier hinzulegen. Kamera relativ flach runter. Wir schmeißen mal die große Cam an und versuchen mal unten das so ein bisschen mit reinzukriegen. Und es sieht halt unfassbar stimmig aus. Das ist das Rot, was hier unten noch zu sehen ist, was das Ganze ein bisschen auflockert. Du hast vorne das Schild, du willst es lesen. Also wenn ich mir das Bild einfach anschaue, der Blick geht sofort runter aufs Rote, aufs Schild. Und dann nach hinten zu diesem Gebäude, was einfach unfassbar geil so verrottet ist. Und einfach denn der Wald ringsherum, der auch so ein bisschen, auf der einen Seite ist er noch grün, auf der anderen Seite sieht er sehr tot aus. Einfach insgesamt ein sehr stimmiges Bild, ein sehr schönes Bild. Und einfach für dieses Setting, für das Wetter, für das, was wir hier gerade machen, perfekt. Alles dabei? Nice. Emanuel ist wieder da mit frischer Speicherkarte. Manuel kommt dann gleich nach. Wir gehen nach da drüben und fliegen jetzt mal eine Runde und gucken mal,
dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen kriegen. Und dann denke ich mal, wollen wir noch mal gemeinsam rein in die Gebäude, oder? Ja. Da schauen wir uns mal an. Dann treffen wir uns einfach gleich da vorne. Genau. Falls was ist, schrei. Richtig. Gut. Schon alles ziemlich heruntergekommen. Was haben wir hier? Sieht auch interessant aus. Soll ich die Kamera abstellen? Weil hier so eine Art Duschräume. Guck mal, die Stiefel da hinten. Und dann hier so eine. Das ist ja von so einer Gasmaske, so eine Filterkartusche. Ja, da sieht man noch die Filterdinger drin. Sind vorne rauf, klack, und dann konntest du durchatmen. 404, wurde anscheinend nicht gefunden. Wenn ihr wisst, was da drauf stand, lasst es mich gerne wissen. Tür. Auch ganz spannend aus, aber die versuchen wir mal. Die können wir mal mitnehmen. Ja, es hat schon was. Das Licht, was so ein bisschen reinscheint, sieht schon cool aus. Funktioniert aber auch nur im Hochformat eigentlich am besten. Was man noch machen könnte, wäre mit dem Schatten hier spielen. Aber dafür ist das Licht zu soft. Kein Schatten da. Na gut, wir huschen mal zu Emanuel. So, wir sind wieder gemeinsam unterwegs. Der Emanuel ist mit am Start. Nachdem er 9 Kilometer jetzt zurückgelegt hat. Also 3 hin, 3 zurück und 3 wieder her. Aber Beine sind noch fit. Hält noch durch, das ist super. Das auf jeden Fall. Perfekt. So, jetzt geht's rein. Guck mal, da hat Harry gewohnt. Hier unter der Treppe. Harry! Was haben wir hier? Hier ist so eine Art Speisesaal. Alter, hier sind überall diese Zeitungen. Geil. Krass. Oder? Sind das Tapeten? Ne, sind gar keine Zeitungen. Doch, hier sind Zeitungen. Genau so ein Ding will ich haben. So flach runter. Ich habe gerade was beim Hals gesehen. Hm? Ich würde etwa sagen, hier gibt es Geister. Ja. Dann versuchen wir mal, ein Motiv hier noch schnell reinzukriegen. Das ist eine geile alte Zeitung, die liegt auch schon einfach perfekt da. Schön ausgegilbt. Und die winkeln wir uns jetzt ein kleines bisschen an, dass die gut zu erkennen ist. Etwas längere Belichtungszeit, dann im Hintergrund dieses ganze Gewusel. Magst du dich? Also 1, 2, 3, bei der dritten Säule. Und dann zwischen der dritten und der vierten, genau in der Mitte, wie so ein Kreuz musst du es dir denn vorstellen. Ja. Genau in der Mitte. Am besten Kameradisplay vielleicht sogar an. Und Display so ein bisschen zu mir. Mhm. Und so ein bisschen leicht breitbeinig und dein Rücken zu mir. Dann steht es, das Live View aus, bisschen länger. So runter. Super. Gefällt mir schon mal sehr gut. Dramatischen Effekt. Das noch schön rauskitzeln. Das Ganze ein bisschen vielleicht an die Zeitung angepasst. In einem fast schon Sepia-Look. Sollte das gut funktionieren. So von hier unten, wenn man so guckt, hätte ich fast gesagt Panzer. Das ist ein Panzer. Das ist bestimmt irgend so ein Übungspanzer, also wo die drinnen gehockt haben und geübt haben. Guck mal hier vorne, das Kanonenrohr. Und hier ist der Einstieg. Hier oben. Ja, hier sitzt in den Panzern. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, Leute. Ihr seid jetzt in einem alten sowjetischen Übungspanzer. Einfach nur, damit ihr wisst, wo ihr euch befindet. Wir haben uns jetzt schon einige Gebäude hier angeguckt. Und wie ihr es seht, die Sonne verschwindet langsam. Ich war gerade noch mal oben und da haben wir noch einen Komplex hinten entdeckt. Den wollen wir uns noch mal schnell anschauen. Gucken wir mal, ob wir es noch schaffen, bevor es hier gleich komplett dunkel ist und wir hier gar nichts mehr sehen.
Gehen wir einfach mal hier rein, jetzt wird's dunkel. Oh, hier war Taschenlampe. Holzboden. Basketballkorb. Ja, das war mal die Sporthalle hier. Die kommt mir aber irgendwie so von den Dimensionen her komisch vor. Die ist irgendwie so hoch, aber so schmal. Also von links nach rechts wirkt irgendwie so schmal, aber hoch. Hm. Habt ihr so Heu gesehen? Ich dachte mir, was ist das denn? Auch dieser Stoff? Und dann diese Tür. Allein diese Tür. Die passt hier so überhaupt nicht rein. Und dann guckst du rum und dann entdeckst du erstmal eine Sauna. Hier, guck mal, hier sind noch die Steine. Wir sind hier in der Sauna. Wurden die Steine dann schön warm gemacht? Ja. Ist da noch was zu erkennen? Dann wurde hier sauniert. Deshalb auch das Heu bestimmt, um das ein bisschen abzudämmen, damit das da nicht rauskommt, also damit die Wärme drin bleibt besser. Ja. Okay. Ah, das war bestimmt, haben sie hier das Holz und das Feuer gemacht für die Sauna. Das ist möglich, ja. Dass hierüber das geheizt wurde. Ah. Das ist ja direkt dahinter ist ja die Sauna. Mhm. Na gut. Ja, und wieder draußen. Kann man hier was sehen auf dem Display hier draußen? Naja, gerade so noch. Jo, düsen wir erstmal los, oder? So, und damit wären wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst einen Kommentar da. Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Vielleicht wisst ihr ja auch, was auf den Schildern stand. Dann schreibt es gerne mal unten rein, teilt das Wissen mit uns. Lasst ein Abo da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis dahin, seid gespannt, bleibt dran. Bis zum nächsten Video.